Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen HD-Fernseher einrichtet. Und zwar, wenn ihr den Fernseher aufgebaut habt, also Standfuß und auch den Strom angesteckt habt, kommen dann die weiteren Schritte. Je nachdem, ob ihr jetzt Kabelanschluss, Antenne bzw. Satellitenanschluss habt, kommt das Kabel, also wenn Kabel- und Antenneanschluss kommt hierhin zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Satellitenanschluss, deswegen kommt mein Kabel hier rein. Das ist nur ein Beispiel, bei euch wird es aber so ähnlich sein. Also Satellit ist immer sowas zum Drehen und Kabel und Antenne ist nur was zum Stecken. Dann erkläre ich euch jetzt erstmal kurz hier die Anschlüsse. Der Anschluss, das ist jetzt einfach beim Hersteller so. Also das heißt, mit dem mitgelieferten Kabel könnte ich hier dann noch auf diesen RGB-Anschluss erweitern. Das ist vom Hersteller selbst, den könnt ihr eigentlich an sich gar nicht verwenden oder braucht ihr gar nicht. Dann hier dem Anschluss zu entnehmen ist ein digitaler Audioausgang. Also Output heißt da immer vom Gerät selbst, also in dem Fall von dem Fernseher raus. Das könnt ihr dann eure modernere, neuere Stereoanlage oder Dolby Surround Anlage anschließen. Dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine HD Plus Karte angeschlossen. Dann kommen als nächstes, das ist ja bei vielen Fernsehern heute so, viele, viele HDMI-Anschlüsse. Dann ist hier oben auch wieder etwas vom Hersteller selbst. Das kann ja abweichen, also auch so ein spezielles Kabel, das mitgeliefert wurde, was dann eben auch wieder noch einen weiteren HDMI-Anschluss bzw. Audio-Anschluss bietet. Hier oben geht es dann weiter. Wir haben jetzt dann noch einen älteren Anschluss, wo ihr auch einen PC anschließen könnt, also VGA-Anschluss. Dann haben wir hier einen AV-In-Anschluss, das ist auch wieder, sagen wir mal, jetzt eher spezifisch bei dem Fernseher. Dann wichtig ist eigentlich noch die letzten drei. Also wenn ihr zum Beispiel euren Ton nicht wie über vorhin den genannten Digital-Audio-Output-Anschluss verbinden könnt, könnt ihr auch hier diesen, das ist dann 3.5 Klinkenanschluss verwenden. Drüber ist noch ein Internetanschluss und ganz oben ein USB-Anschluss, also meistens für Musik, Videos, aber auch Bilder, die ihr dann einfach direkt an den Fernseher anschließen könnt. So, also wenn ihr den Fernseher nun das erste Mal einschaltet, dann werden häufig so allgemeine Fragen gestellt, die könnt ihr dann mit der Fernbedienung dann auswählen. Also am meisten braucht ihr eigentlich dieses Auswahl, also so rechts, links, oben, unten und in der Mitte okay. Hier zum Beispiel jetzt die Sprache, einfach auf Deutsch und okay. Dann, ja, hier wird das gefragt, ob daheim Geschäft, also das ist einfach wegen der Helligkeit, das steckt dahinter, aber man wählt natürlich daheim. Dann die Region, hier wähle ich ja auch wieder Deutschland. Und dann Digital-Analog-Suche. Ich nehme, ja klar, heutzutage nimmt man ja digital. Für Satellit sind jetzt zum Beispiel die analogen Sender schon komplett abgeschaltet. Fangen wir mal so weiter. Und terrestrisch heißt Satellit, ja, also hier weiter. Das Ganze geht jetzt erstmal seine Zeit und dann schauen wir weiter. Hier hätte er jetzt in meinem Fall, also das ist ein Fernseher von Sharp, festgestellt, dass er jetzt über DVB-T nichts gefunden hat. Ich will ja aber auch über DVB-S, also dieses DVB heißt einfach nur immer dieses, dass es digital ist. Jetzt fragt er mich, ob er Satellitensuche starten will. Sage ich ja. Denn Kabel wollte ich ja gar nicht suchen. Dann können wir hier noch Einstellungen. Ja, nur ein Satellit. Und dann nehmen wir hier Astra, denn das ist auch später wichtig, wenn ihr später die HD Plus Karte verwenden wollt. Das geht nämlich nur über Astra. Wenn ihr jetzt verschiedene Programme, also auch aus anderen Ländern wollt, dann müsst ihr
wie am Schritt zuvor einfach auf zwei Satelliten gehen und dann könnt ihr zwei Satelliten auch auswählen. Aber der gängigste ist eben Astra, beziehungsweise Astra 1 jetzt hier. Ja, genau. Und weiter. Das können wir einfach so lassen. Weiter. Suche starten. Und jetzt heißt es wieder warten. So, also so oder so ähnlich sieht das Ganze dann nach der Suche aus. Er fragt mich nun hier noch, ob ich die Kanäle alphabetisch ordnen will. Ich klicke jetzt hier auf Nein, weil sonst klar, alphabetisch geordnet. Aber die neueren Fernseher haben es in der Regel so, die haben schon so eine interne Liste. Also das heißt, es ist ARD und ZDF sind auf dem ersten und auf dem zweiten Programm, also halt einfach schon eine vorgespeicherte Liste. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Nein. Etwas warten. So, Das war doch wirklich und es läuft Kopfschicken auch schon. 34,5. In dem Fall jetzt DTM. Und fertig sind wir nun und haben einen HD-Fernseher angeschlossen. Wie ihr die HD Plus-Karte installiert, das seht ihr selber. Hier seht ihr sogar, dass sich es jetzt sogar schon selber einrichten tut. Das dauert auch ein bisschen, aber auch kein Problem. Aber das seht ihr in einem weiteren Video.